Das ist Jörg Hahn. Er nimmt dich mit auf Zeitreise. Und das bedeutet für dich, ich kam, sah und kapierte. Denn wir machen Geschichte lebendig. Ist das schön hier. In einem Klostergarten, in dem wir uns jetzt hier befinden, da sollten die Mönche und Nonnen des Mittelalters tatsächlich entspannen, zur Ruhe kommen, sich auf Gott besinnen. Denn das ist jetzt der Gag bei den mittelalterlichen Gärten, da zieht die christliche Symbolik mit ein. Wir haben zwar ganz viel von dem Römergarten, das sich auch ins Mittelalter rüberzieht, aber ein Teil davon ist ganz eindeutig jetzt nur noch für die Christenheit gedacht. Da ist zunächst mal die Lage des Gartens. Der liegt jetzt nicht mehr in einem Privathaus, sondern die Mönche haben ihren Garten mit der Gartenkultur, auf die ich jetzt raus will, der liegt im Kreuzgang. Dort liegt er in der Mitte. Im Idealfall hatte er eine quadratische Form, denn die Zahl 4 ist eine ganz wichtige christliche jetzt von der Symbolik her. Nämlich wir haben zum Beispiel die 4 Jahreszeiten, wir haben die 4 Himmelsrichtungen, aber eben auch die 4 Evangelisten, die also die Leidensgeschichte Christi erzählen. Dann haben wir weiter, ganz wichtig, eine Wegeführung, ja, gibt es bei den Römern. Hier ist es jetzt aber so, dass sich 2 Hauptwege in der Mitte kreuzen. Kreuzen, klar, das Kreuz ist das Symbol der Christenheit schlechthin. Aber das seht ihr jetzt hier. Leider haben wir hier nur die Hälfte eines Gartens anlegen können. Ihr müsst euch das also noch mal doppelt dazu denken. Und hier ist es jetzt so, in der Mitte, da wo sich die Wege kreuzen, da hat man meistens ein rundes Beet nochmal angelegt. Und das Runde symbolisiert so viel wie der Lauf der Jahre. Denn da gibt es ja auch keinen Anfang und kein Ende, sondern nach dem einen Jahr kommt sofort das nächste Jahr. Ja? Dann hat man meistens, konnten wir hier leider auch nicht zeigen, einen Brunnen in der Mitte. Ein Brunnen mit Wasser. Ja? Keine Frage, wir brauchen alle Wasser. Also Jesus, Gott in der Mitte, im Zentrum, das ist so das Symbol des Wassers. Ja? Und dann haben wir noch, natürlich, ganz wichtig, das darf nicht fehlen, wir haben jede Menge Blumen im Garten, ganz verschiedene. Und da gibt es sehr viele Blumen, die dann auch wiederum eine christliche Symbolik haben. Ein sehr schönes Bild, das einen mittelalterlichen Garten zeigt, das Paradiesgärtlein. Das hängt im Frankfurter Städel und ist rund 600 Jahre alt. Das ist eine der schönsten Gartendarstellungen, die wir aus dem späten Mittelalter kennen.